Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. Unser Dorf soll schöner werden. Naja, Tag übersprungen habe ich jetzt noch nicht, weil wir wollen ja heute schließlich unseren neuen Dorfbewohner begrüßen. Und zwar den Bewohner, den uns Wuschel liebenswürdigerweise unfreiwillig überlassen. Also freiwillig schon, also Dörte ist bei Wuschel ausgezogen und wir waren so schlau, uns Dörte schnell zu schnappen. Und eines Tages kann Dörte dann vielleicht wieder zur Wuschel zurückziehen, sollte Dörte hier eines Tages ausziehen wollen. Dann haben wir die Möglichkeit, sie uns hin und her zu schieben. Tja, da werden wir jetzt auch als erstes hingehen, aber erstmal, mein Gott, hör auf zu blinken. Okay, mein Inventar ist voll. Den von Fatima, der kann weg. Der von Jan kann auch weg. Von Quentin behalten wir sogar. Der von Mischka kann weg. Von Annalena auch. Dann haben wir von Cornelia einen Brief. Oh. Hallo, Honey. Hiermit möchte ich dich herzlich zur Feier meines Geburtstags am 12.04. einladen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du an dem Tag bei mir vorbeischaust. Ich freue mich, Cornelia. Na, auf jeden Fall, aber sowas von. Was haben wir jetzt hier noch? Oh, von Mama. Moment. Liebe Honey, beim Aufräumen des Kellers haben wir ein altes Foto von dir gefunden. Danach habe ich stundenlang mit deinem Vater über alte Zeiten geredet. Bittersüß, deine Mama. Oh. Geschenk. Ein Marine-Shirt. Oh, wie süß. Voll so der Sailor Moon-Style. Habe ich dazu nicht passend ein Oberteil? Warte. Wir müssten noch dazu passend was zum Anziehen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wo hatten wir jetzt die Klamotten? Da hatten wir die Klamotten. Kopfbekleidungsmäßig war alles klar. Die weißen Strümpfchen auch. Pünktchen, Turnschuhe war nicht so cool. Ballettstiefel. Ne, eigentlich passen die Stiefel, die wir haben, ganz gut. Dann ist meine Hose auch Robbikhose, Grauringelhose, Tartanrock. Weiß ich nicht mehr genau. Stonewash-Rock, Balletthose, Königshose, Bürohose, schwarze Jeanshose. Gucken wir mal. Ich meinte, wir hätten mal einen blauen Rock gehabt. Es kann aber auch sein, dass ich den verkauft habe. Der ginge aber auch. Nee, da haben wir ihn ja. Ach Mensch, nice. Dann tragen wir mal, was uns unsere Mama geschenkt hat. Das ist doch auch schön. Was haben wir? Das Weizenfeld von Barry. Barrys Weizenfeld. Lalalalala. Die Schuhe passen sehr gut, weil unsere Haare in der gleichen Farbe sind und das harmoniert dann zusammen, weil die anderen Sachen sind ja nun mal farblich doch so ein bisschen anders. So. Hier irgendjemand zu Hause, mit dem wir uns noch unterhalten mussten. Ich suche ja immer noch nach Fatih. Ah. Also mal abgesehen davon, dass wir ihr den Pfirsich nicht bringen mussten. Oh, ich bin so dumm manchmal. Wollte ich einfach mal wieder nach Fatima sehen. Hallo, Süße. Kumpanin, hallo. Ich habe gerade an dich gedacht. Bim-bam. Nun ja, wolltest du irgendwas? Wie läuft's? Hast du schon mal eine 1A-Frucht probiert, Kumpanin? Die ist bestimmt lecker, dass man danach gar nichts anderes mehr essen will. Ich würde ja so gerne eine probieren. Wenn du eine 1A-Frucht findest, darf ich die dann haben? Abgemacht. Toll, da freue ich mich drauf. Leute, diesmal müssen wir Fatima wirklich das Obst bringen. Leute, wirklich, diesmal? Diesmal müssen wir ihr wirklich das Obst bringen. Oh, Mischka ist auch zu Hause. Trotzdem werde ich es gleich wieder vergessen und dann den Falschen suchen. Oh Gott. Oh nein, du bist schon wieder krank. Oh, krank. Oh, ich bin, wer bin ich? Uff, ich wünschte, ich hätte... Ja, was eigentlich? Oh Gott, wie krank sie ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch nicht schon wieder. Oh. Oh. 1A-Früchte haben wir hier. Dann nehmen wir die einmal. Mal hier. Einmal hier und einmal hier. Und dann gehen wir jetzt erstmal ganz schnell zu Fatima erledigen, dass wir das wieder vergessen. Das wäre ein bisschen peinlich. Und dann gehen wir Mischka mit Medizin gesund machen. Hi, Fatima. Oh, auch mal wieder.
der zu Besuch. Kumpanin, wolltest du was Bestimmtes? Hier, probier mal. Los, ich kann es nicht mehr erwarten. Nicht so ein Stress, Mädchen. Hier, bitte fein. Ja, 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 auf diesen Moment habe ich gewartet. Oh, so süß. Mm, lecker, vielen Dank. Das hat mir jetzt richtig meinen Tag versüßt. Dich versteht ihr wegen Tag versucht. Ach, wie schön, danke nochmal. Wie findest du eigentlich meine Buntholzlampe? Toll, oder? Hier, ich will, dass du sie nimmst, weil du mir geholfen hast. Oh, cool. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast. Du bist echt toll, Kumpanin. Danke schön. Eine Buntholzlampe. Buntholzlampe, wollte ich sagen. Natürlich. Stelle ich nie meinen Gartenprimel. Das ist übrigens Animal Crossing Tourette. Oh, voll schön. Okay. Da ist mal wieder Dingens. Der Rainer. Hi, Jan. Hey, Honey. Bei so einem Wetter kriege ich Lust, mich so richtig auszupowern, Groll. Was liegt an, Sportsfreundin? Wie läuft's? Ich habe mir vorgenommen, dich mal in deiner Bude zu besuchen als sportsfreundschaftliche Maßnahme. Was meinst du dazu? Gefällt dir die Idee? Ja, gefällt sie mir. Ja, Freunde in ihrer Bude zu besuchen gehört zu meinen liebsten Hobbys. Das bedeutet nämlich auch, dass ich einen Freund habe. Dann wollen wir mal los. Na, dann komm mal mit. Ist das vielleicht eine Falle? Kann ich ihn gezielt durch eine Falle locken? Ach, verdammt. Nein, ich bin eine liebe Person. Aber ich wollte das... Science, Leute, Science. Science. So, Jan, dann guck dich mal um. Und mir gefällt deine Bude echt gut. Ich könnte den ganzen Tag lang Liegestütze und Sit-Ups machen. Läuft bei dir. Ich mach dir noch den Fernseher an. Das wird nie langweilig. Okay, alles gut. Und Jan, ist dir schon langweilig? Bist du gut hier? Meine Füße sind so muskulös, da traut sich kein Staubkorn ran. Was? Wenn es blaue Löwen gäbe, würde es in der Wüste regnen. Das ist... Was? Was? Verstehe ich nicht. Ah, das steht doch da wirklich. Das bilde ich mir nicht ein. Meine Füße sind so muskulös, da traut sich kein Staubkorn ran. Ja, doch, klar. Ich kann deinen Boden also gar nicht verschmutzen, Honey. Warum? Warum ist es falsch mit dir lernen? Was ist... Ich gehe jetzt. Nee, reicht mir. Ist gut jetzt. Hey, willst du dich etwa rausschleichen? Naja, wenn du gehst, sollte ich auch lieber nach Hause joggen, Groll. Vielen Dank, dass ich dich besuchen durfte, Honey. Ja, das macht alles total Sinn. Ich will jetzt zu Dörte. Ich wollte schon die ganze Zeit zu Dörte und habe dann völlig vergessen, dass ich zu Dörte wollte. Aber ihr kennt mich ja. Ein bisschen blöd muss sein. Wartet. Ach, das hat mir nicht so geklappt, wie ich wollte, ne? Mhm. Nein. Auf dem Boden. Nein. So, so. Ja, ja, so ist schöner. Weil wir müssen uns ja langsam mal in diese Richtung legen. Wir legen uns langsam in diese... Nein, nein, ich möchte das nicht als Klamotten tragen. Ja, ja, Wege verlegen macht mich immer wieder verlegen. Also, ihr versteht, was ich meine. Ich verlege mich. So wie jetzt gerade habe ich mich einfach verlegt. Steht hier verlegt wegen Wege und so. Oh, Mann. Ja, ja, ist schon besser, wenn man sie einschläfert. Was? Nichts gesagt. Oh, die ist sogar zu Hause. Das ist gut. Mir ist gerade nicht sicher...
Ja, das passt. Okay, alles klar, wartet. Auf dem Boden. Ja, muskulöse Füße sind voll wichtig. Ich habe Plattfüße. Wer hat noch Plattfüße? Ich habe Plattfüße. Wie so eine Oma, ich trage Einlagen. Das ist eigentlich gar nicht lustig. Weil ich voll die scheiß Beinhaltung habe, weil ich ein Hohlkreuz habe. Ja, die kommt tatsächlich... Meine Hüfte kommt mit meinem Hohlkreuz nicht klar. Und deswegen stehen meine Beine irgendwie anders. Und das sieht man nicht, glaube ich. Aber ich merke es. Die dürfen keine hochhackigen Schuhe mehr tragen. Ich so, mein Hauptnahrungsmittel. Was? Ach, ich meinte meine Haupttragungsmittel. So. Dann gehen wir mal da Dörte mobben. Dörte zieht ein. Sandig und überhaupt und überhaupt. Hallo, Dörte. Hey, du, Honey. Das gibt's doch nicht. Wir haben doch in Pilsdorf immer zusammen abgehangen, nicht wahr? Was für ein Zufall. Wie, du erinnerst dich nicht an mich? Komm schon, ich bin's, Dörte. Sobald ich all meine Sachen ausgepackt habe, müssen wir was unternehmen, Quapp. Wo habe ich denn nur dieses Dingsbums hin? Hey, könntest du mal aus dem Weg gehen? Weiß, ich habe heute keine Zeit, mit dir abzuhängen. Ich bin beschäftigt. Komm später wieder, Quapp. Aber sie erinnert sich an mich. Ach, schön. Hallo, Dörte. Hui. Gut, hätten wir das auch erledigt. Oh, eine Spinne. Glaub ich, Spinne. Oder was? Ach nee, es ist doch Twitter. Plötzlich und unverhofft ist ein Rokoko-Spiegel in unserem Sortiment gelandet. Ich muss kaufen. Wieso, Dörte hat eine wunderschöne Stimme. Hallo, Cornelia. Ey, du wart mal, Honey. Tatsächlich. Naja, in Pilsdorf gibt's ja auch nur einen Einkaufsmeiner. Da sieht man sich natürlich mal, koalala. Hallo schon, sie will wieder bei mir einziehen. Sie spielt mit meinen Gefühlen. I believe I spider. Willkommen, willkommen. Ja, ja. Hallo. Nein, nein, nein. Ja. Das ist ein wunderschöner Rokoko-Spiegel. Das ist unser Angebot des Tages. Das kostet 3120 Sternis. Da hab ich dein Interesse geweckt. Das nehme ich. Oh, vielen Dank für deinen Einkauf, ey. Ich bestätige hiermit von dir, 3120 Sternis erhalten zu haben, ey. Funkelnde Sternis und so voll Töfte, Mann. Richtig geil, ey. Cool, dann gucken wir noch bei Gerd vorbei. The same procedure as every day. Also, ich habe Carolin gerade Cornelia genannt. Das verwirrt mich auch immer. Die heißen so ähnlich. Wie cool, wie cool. Oh, da ist ein Bäumchen, das will ich haben. Mal sehen, was habe ich da. Das ist ein Bäumchen. Ja, für die mich. Ah, ja, genau. 60 Sternis. Community Shift. Jo, nehme ich. Juhu, danke. Dann gibt es noch einen Garten. Primel. Primel. Mal sehen, das hier ist eine Bernsteinrose. Die hat 10.000 Jahre lang im Wasser geschwommen, bis sie an den Strand gespült worden ist. Sehr viel liebe ich. Ja, ja, genau. 80 Sterne. Community Shift. Nein. Kein Problem. Und das da? Mal sehen, das hier ist ein Gartenprimel. Primel. Das ist ein sehr majestätisches Gewächs. Es steht steil immer im Beet und will, dass man es rupft. Gut, habe ich mir gesagt, graben wir die Gartenprimel mal aus. Denn Hanni will ja ganz viele davon haben. Ich weiß nicht warum und was die damit macht. Und wo sie sich die hinsteckt, wenn sie hier wieder aus dem Laden geht, weil eine Tasche hat sie nicht. Aber gut, sie soll nicht mein Problem sein. Witzig. Sehr für liebig. Was war? 80 Sternis. Community Shift. Ja, gib her. Juhu, danke. Sehr schön, endlich neuen Garten, Peprimel. Schau wieder rein. Ah. Alles klar. Dann können wir wieder pflanzen gehen. Tschüss, Garolin. Ich habe sehr wohl eine Tasche dabei, möchte ich erwähnen. Ich habe eine Tasche dabei. Ich habe eine Tasche.
Bitte glaubt jetzt nicht nur, weil Gerd wieder irgendwelchen Mist hat. Oh! 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 Hier entsteht das neue Haus von Robin. Wer zum Fick ist Robin? Ich meinte, wer zum Henker ist Robin? Robin Nachbarn. Kann man die auch nach Namen sortieren? Ich suche jetzt Robin. Robin. Nee, Robby. Robin, nicht Robin. Robby. Robby. Oh nein, das ist ein... Oh, ihr werdet es sehen. Oh Gott, ihr werdet sehen, was Robby ist. Ach, so schreck. Dein Name alle Ehre gemacht. Nun gut. Damit werde ich irgendwie klarkommen müssen. Ist schon in Ordnung. Der zieht dann irgendwann wieder ganz aus unerfindlichen Gründen aus. Und ich weiß auch nicht, warum. Kissenprimmel, Primmel, Stalilia, Orchideenfeilchen, Garten. Primmel, sehr schön. Ach, Robby. Ja, ich weiß, wer Robby ist. Er ist ein interessanter Charakter. Wobei, ich glaube, der könnte sogar sehr gut in unsere Stadt passen. Ich habe da eine Idee. Hallo, Gustavia. Ich habe da eine Idee. So, ich glaube, die heutige Folge ist eigentlich auch schon fast... Ah! Fast vorbei. Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, wie toll Geschenke tauschen eigentlich ist. Kann man total gut Dinge loswerden, die man nicht mag und neue Sachen abstauben. Was denkst du? Hast du Lust, etwas mit mir zu tauschen? Immer doch. Wie wär's mit meiner Amorbank gegen deinen Rokoko-Spiegel? Nein, bloß nicht. Wie? Was? Nicht? Okay, vielleicht habe ich ja nächstes Mal mehr Glück. So nicht, junge Frau. Wir gehen jetzt erstmal hier Stadtverschönerung machen. Ich habe ein Präsent aus Horsland mitgenommen. Oh, wenn es Ramis Robby ist, will ich Robby behalten. Ramis Robby will ich haben. Oh, Bürgermeisterin Hanne, ich habe schon nach dir gesucht. Da das Thermalbad seit 3000 Wochen fertiggestellt ist, würden wir gerne endlich eine kleine Feier abhalten. Und da du das Ganze erst möglich gemacht hast, darfst du natürlich daran teilnehmen. Okay. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe nämlich schon alle Vorbereitungen getroffen. Machen wir uns auf den Weg zum Ort der Feier. Na. Liebe Bürger von Pilzdorf. Foto? Unser neuester Malbad ist fertiggestellt. Das ist für uns alle ein Grund zu feiern. Und die blöden Glocken, genau jetzt könnt ihr das so lassen, Mann. Steh auf Wasser, was soll das? Danke, dass ihr zu diesem Anlass hierher gekommen seid. Ich bin Melinda und ich werde euch durch die Feierlichkeiten führen. Foto! Ha, danke. Oh, danke, danke. Das ist ja nett von euch. Damit die Veranstaltung sich nicht zu sehr in die Länge zieht, weil wir schon die ganze Zeit auf diese dämliche Veranstaltung warten, gehen wir gleich zum nächsten Teil über. Zuerst wird unsere Bürgermeisterin eine knappe, aber mitreißende Rede halten. Ich übergebe das Wort also an Bürgermeisterin Hanni. Ja, gute Arbeit an mich selbst. Feier schön. Aha. Genau auf den Punkt gebracht, Frau Bürgermeisterin. Du findest einfach immer die richtigen Worte, nur nicht zur richtigen Zeit. Also gut, weiter geht's. Bitte haltet jetzt alle die Knaller bereit, die wir vorhin ausgeteilt haben. Und jetzt, um die Fertigstellung des Projekts und die harte Arbeit dahinter gesteckt angemessen zu würdigen, Achtung, fertig sind die Knaller. Irre. Damit sind die Feierlichkeiten endlich abgeschlossen. Danke euch allen für euren Einsatz und dafür, dass ihr euch die Zeit für diese kleine Feier genommen habt. Ich glaube, Melinda war ein bisschen pissed off über die Tatsache. Barry geht erstmal gleich spontan gießen. Ein bisschen pissed off darüber, dass wir so lange nicht da waren und gefeiert haben. Ja gut, Dinge passieren, da kann ich jetzt auch nicht viel machen. Das sind halt... Ich habe halt auch nicht unbegrenzt Zeit und diese Wegverlängerungsspirale hier ist übrigens voll ätzend. So. Hier ist auch irgendwo da. Ich glaube, wir nehmen einfach mal Urlaub, ja?
bauen wir noch was Neues. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Was kann ich für dich tun? Haha. Stadtverschönerung. Ah, du willst an einem Projekt Stadtverschönerung arbeiten. Da will ich gerne mithelfen. Was genau hast du denn vor? Ein neues Projekt. Ah, hier sind die derzeitigen Anfragen von den Einwohnern. BUA, ganz bestimmt nicht. Steinbrücke nicht, Betonbrücke nicht. Märchenbrücken hätte ich ganz gerne im gesamten Dorf. Aber da muss ich jetzt mal die alten abreißen. Mülleimer. Fatimas Mülleimer. Zierbrunnen, Springbrunnen, Uhr. Gaslaternen. Ich kann mit ein paar schon anfangen hier. Oh, Märchenlaternen sehen ja vielleicht dann schöner aus als die Gaslaternen. Wasserpumpe. Holzzaunhydrant, Designerschild, eine Fotowand, ein Warnschild, Vorfahrtsschild. Leuchtturm wäre auch cool. So ein Leuchtturm hätte ich, glaube ich, ganz gerne. Ein Leuchtturm für Pilzdorf. Willst du etwa gleich mit der Arbeit an diesem Projekt beginnen? Auf geht's. Oh, wunderbar. Wunderbar. Such mir nach einem geeigneten Ort dafür. Gut, Bürgermeisterin Hanni, bring mich zu dem Ort, an dem der Leuchtturm entstehen soll. Am Meer. Wie die... nach Haus im Weg. Ba-bam. Bam, badam, bam, bam, bam. Da, da, da. Hier müssen wir den Weg weiter verlegen. Hm. Ja, genau hier. Soll der Leuchtturm an diesem Ort entstehen, Frau Bürgermeisterin? Ich denke schon. Mal sehen. Ja, hier ist ein perfekter Ort dafür. Hier müssten wir zuerst die Pflanzen und alles, was unter der Erde vergraben ist, entfernen. Wenn das für dich kein Problem ist, wäre hier der geeignete Ort für dein Projekt. Wenn es fertig ist, wird es ungefähr so aussehen. Ja, doch, so ist schön. Da kann auch eine Parkbank dahin und so. In Ordnung. Dann sollten wir jetzt schnell alle Vorbereitungen treffen. Alles klar. Der Gyroid wird Spenden sammeln, damit der Leuchtturm wirklich werden kann. Wie lange es wohl braucht, bis wir genügend Spenden für Projekt Leuchtturm haben? Gut, ich mache mich dann auf den Weg zurück zum Rathaus. Oh, du musst natürlich nicht mitkommen, wenn du noch zur Frau, wenn du noch zu tun hast, Frau Bürgermeisterin. Oh mein Gott, bin ich Spezi, 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 oh mein Gott, bin ich Spezi, 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 Spezi. Guten Tag. Spezi, 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 schöne Leuchtturm für Pilzdorf. Wir benötigen insgesamt 372.000 Sternis. Bisher haben wir leider nur Sternis gesammelt. Wir müssen ein bisschen als Fehler sind nur 372.000 Sternis. Bitte Spezi, 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 Spezi. Das nächste Mal. Ja, wir zählen auf Ihre Zukunft für Unterstützung. Vielen Dank. Oh mein Gott, bitte Spezi doch. Jetzt sind wir nicht wieder weg. Oh mein Gott, bitte Spezi, blöde Kuh. Diese Gyroiden mit ihren Aggressionsanfällen immer. Ich kann das gar nicht nachempfinden. Da war ein Schmetterling. So, ich will gerade noch Geld holen und dann gehen wir noch einkaufen. Wo waren das? Wo hatte ich jetzt meinen? Ich hatte hier irgendwo, ne? Das sollte ja reichen. Mann, wer lässt hier nicht im Fernseher an? Oh, stimmt ja, wir wollten noch Medizin für Mischka kaufen. Das habe ich ganz vergessen. Dies tut mir leid. Dies tut mir richtig leid. Dies ist nicht tragbar. Dies ist nicht tragbar. Okay, aber keinen Platz im Inventar. Erstmal spenden. Ausnahmsweise spenden wir, ja. Ich bin mal so nett. Glaublich. Oh mein Gott, da sind die ja wieder. Oh Gott, bitte, bitte haben sie Geld mitgebracht. Waren sie bei der Bank. Oh mein Gott, guten Tag. Spezi, 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 Spezi. Schöne Leuchtung für Pilzdorf. Wir benötigen sie 327.000 Sternis. Ich bin auch wieder 327.000 Sternis. Bin als wieder so 327.000 Sternis. Spezi, Spezi, Herr Schäsel, komm. Oh mein Gott, sie spenden, ist das geil. Bitteschön. Dank Ihrer lobenswerten Hilfe haben wir mit unserer Spenden von 327.000 Sternis erreicht. Bälle mit diesem Projekt, unser Sternis, wir gehen uns nicht noch ein Weilchen. Oh, Junge. Großartig, es wurden genug Spenden für das Projekt gesammelt. Oh mein Gott, jetzt geht sie wieder. Nein, bitte bleiben Sie doch noch hier. Reden Sie mit mir. Können Sie mich auch nicht leben? Nein. Heute lieber nicht. So. Und. So. Und. Nein, das war so nicht geplant. Wobei, dann müsste ich den da wegmachen. Das will ich auch nicht.
wir es mal so. Nein. So. Hallo, Schmetterling. Und das noch. Und dann müssen wir das nach unten verlegen. Ich bräuchte eigentlich so eine Doppelverzweigung. Oh, wer läuft da? Barry Baby! Halli, hallo, Hallöchen. Ich hoffe doch, dass es gut geht, Frau. Und was wolltest du nochmal? Lass uns quatschen. Neulich kam im Fernsehen ein Bericht, dass Angeln gut gegen Stress wäre. Irgendwie siehst du gestresst aus. Willst du nicht mal wieder angeln gehen, Dr. Edge? Bring mir bei der Gelegenheit gleich einen Süßwasserfisch mit. Dann hast du was für deine Gesundheit und für mich gemacht. Genial, oder? Tolle Idee. Wahnsinn. Du bist meine Heldin, Dr. Edge. Danke, Brau. Ich hätte sagen sollen, ich bin entspannt genug, Mann! Hier. Beiß an. Oh. Okay, call it. War natürlich nicht geplant. Ist das nicht wieder ein Baschmerle? Ja, sie ist nur ein Glied in der Schmerlenkette. Harry? Harry? Oh Gott, wie schnell die mal laufen können. Ist wie eine Schnecke, wenn du nicht hinguckst, ne? So sieht man sich wieder. Was kann ich für dich tun? Schau mal, für dich. Eine Bachschmerle. Bielefein. Hat voll entspannt. Boah, eine echte Bachschmerle. Dankeschön. Ich habe auch was Kleines für dich. Ein Teppich. Cool. Einen normalen Teppich kann man immer gebrauchen. Viel Spaß damit. Danke nochmal, Dr. Edge. Ich frage dich bestimmt mal wieder. Alles klar. Alles klar, Barry. Alles klar. Ich will jetzt noch Medikamente kaufen und dann haben wir auch schon wieder maßlos überzogen. Das bedeutet, auch diese Folge werde ich wieder in zwei Hälften cutten müssen und wir sind immer noch nicht vorangekommen und ja, das ist großartig. Großartig ist das. Das läuft gut. Ich spüre das schon. Ich kann auch nicht mal aufhören. Ich mache jetzt weiter. Das trieben bis in die Unendlichkeit. So. Medizin war das einmal. Willkommen, willkommen. Ja, ja. So, hier. Ah, das ist Medizin. Das ist eine gute Wahl in der Tat. Das kostet 400 Sterne nichts. Willst du das haben, Mann? Ja, das nehme ich. Das ist ja super von dir. Ey, voll Knorke, Mann. Ich bestätige mir hiermit von dir, 400 Sternis erhalten zu haben. Ey, funkelnde Sternis und so. Das ist cool, Mann. Ey, super, ey. Danke für den Besuch, Mann. Ey, komm mal wieder und so. Alles klar. So, dann heilen wir mal unsere arme, kleine, kranke Mischka. Wobei, sie wird wahrscheinlich nicht ganz geheilt sein. Wahrscheinlich brauchst du noch ein bisschen mehr Unterstützung. Das ist ja immer so, ne? Das reicht ja meistens nicht. Nee, falsch. Falsch. So lang. Was ist mit dem Wegen? So langsam, ne? Habe ich doch ganz gut verlegt. Und darum, das zuzugeben, darüber bin ich gar nicht verlegen. Oh, Mäuschen. Oh, so krank. Nimm deine Medizin. Du hast das für mich besorgt. Dankeschön. Bitteschön. Ich fühle mich ein kleines bisschen besser, zumindest jetzt im Moment. Oh, dann müssen wir morgen nochmal nach ihr sehen. Meine Güte, Mädchen, macht das aus. Dann müssen wir nochmal morgen nach ihr sehen. Ja, Fatima hat jetzt ihre Frucht. Definitiv. Kann man sagen, was man will. Sie hat jetzt ihre Frucht. Wir müssen noch mehr von diesen Büschen pflanzen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das waren irgendwie... Schon wieder vergessen, welche Büsche ich immer regelmäßig geholt habe. Schalala, na, na, na. Ach, Rainer. Mal gucken, ob es hier wieder was Schönes Neues gibt. Ah, willkommen in der Rainer Gallery. Wenn du Kunstwerke von Weltrang zu verdächtig günstigen Preisen suchst, bist du hier gerade richtig. Aber das weißt du ja bereits, Cousine. Willst du ein Geheimnis wissen? Dieses Mal Rainer ganz besonders seltene Grundstücke da. Aber das Ganze wurde ich mal selber alle abkaufen. Aber es gibt weiterhin nur eine pro Kunde. Da war er mit bedacht.
Alles klar, alles klar. Die Mona Lisa. War doch irgendwie was mit den Händen. Wie rum war denn bei der Mona Lisa nochmal die Hand? Um zu prüfen, dass sie richtig ist. Sieht aber so falsch aus. Sieht so falsch aus. Das sieht auch definitiv falsch aus, weil dem Ding einfach mal der ganze Kopf fehlt. Aber das ist, glaube ich, normal, ne? Nee, das ist sogar das Richtige, weil die Fälschung hat Fledermausflügel. Haben wir die nicht schon? Ich glaube, die haben wir schon. Die Fälschung hat Fledermausflügel, deswegen, das weiß ich. Das ist immer so schwierig zu wissen, ob ich die schon habe. Sonst kann ich sie aber, glaube ich, ganz gut verkaufen. Das Original, da die Fälschung. Was war denn das? Das ist die Fälschung, er hat beide Arme aufgestützt. Und das Mädchen mit dem Perlenohrring ist auch definitiv eine Fälschung, denn das Ding ist blau, das weiß ich. Das Einzige, was echt ist, ist das. Und ich glaube, das haben wir schon. Ja, das haben wir, glaube ich, schon. An dieser Erhabenstatue scheint dir ja angetan zu haben. Ich rede mir nur ungern davon, aber das muss wohl sein. Aber du bist voll angeknurrt. 3920 stand ich davor. Und will lautet deine Antwort. Bringt es mir was, die Dinge doppelt zu kaufen und zu verkaufen? Ich könnte sie natürlich auch in meine Wohnung stellen, aber ich weiß ja nicht. Wir haben die schon. Nee, danke. Die haben wir einfach schon. Es bringt uns nichts, das nochmal zu kaufen. Ah, danke. Danke für gar nichts, du dumme Kuh. So. Das hätten wir damit auch erledigt. Und wir haben immer noch nicht Insektenfang gemacht. Annalena! Gut, endlich habe ich dich gefunden, Storz. So, also, ich hätte da ein Geschenk für Quacks. Aber es ist mir immer so peinlich, Geschenke zu überreichen. Ach, das mache ich wirklich nicht gerne. Würdest du das für mich erledigen, Kumpanin? Klar, kein Problem. Wirklich? Vielen Dank. Hier, da, bitteschön. Wäre wirklich toll, wenn du das heute noch ausliefern könntest. Danke nochmal für deine Hilfe. Gar kein Problem, das liefere ich heute noch aus. Oh, Mensch, ist hier. Oh mein Gott, ich habe jemanden. Mein Campingplatz bestimmt, das ist jetzt der beste Bewohner, den ich in meinem Leben je haben wollte. Und ich habe jetzt so viele Bewohner. Ey, Hani, du bist ja immer noch nicht richtig viel unterwegs hier, Nack-Nack-Nack. Also, was liegt an, Nack-Nack-Nack? Lieferung ist da. Was ist es denn, Nack-Nack? Bitteschön. Wow, Annalena schickt mir das. Machen wir es doch mal auf, Nack-Nack. Hey, ein Reggie-Top. Denke ich, probiere es später an. Ja, ist auf jeden Fall sehr cool, so ein schönes Geschenk zu bekommen, Nack-Nack-Nack. Danke für deine Hilfe, Hani. Hey, für den ganzen Stress, den du hattest, sonst auch von mir was bekommen. Hier, bitte nimm diese Mango. Ui, toll, eine Mango. Ja, ich hoffe, dir gefällt mein kleines Dankeschön-Geschenk. Moment. Ich hab da was. Mango. Gibt's das eigentlich noch? Gibt's den Mango-Song noch? Gibt es noch den Mango-Song? Kennt ihr dieses... Mango, 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 Mango. Ach, ich wette, das ist jetzt der tollste Bewohner. Die wollte ich immer schon haben. Und jetzt habe ich keinen Platz mehr in meinem Dorf. Nope. 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 Okay, alles gut. Mir ist auch keine Dougie Bee auf den Schädel gefallen. Dann ist ja auch alles in Ordnung. Oh, Geld. Das finde ich gut. Aha, hier ist noch so ein Mist. Ja, das Einzige, was ihr jetzt noch verkaufen wollt, wollten wir noch irgendwas anderes machen? Nee, ne? Wir wollten heute nichts anderes machen. Also ich meine, das mit dem, ne? Hier, Holzlampe kann weg, Weizenfeld kann weg, das nicht. Das kann alles weg, bis auf das hier. Nö, wir wollten also, ich meine, Insektenfang ist klar, Insektenfang eines Tages, ja? Eines Tages, irgendwann mal. Ist klar, irgendwann, aber das ist... Versteht ihr, das ist ein wachsender Prozess, ist das. So. Ich weiß auch nicht, ob wir das hinkriegen sollen. Ich gehe jetzt erstmal verkaufen und dann machen wir erstmal Schluss. Ich will mal wieder auf die Insel. Immer passiert irgendwas. Das ist doch gemein. Wie sich das Schaf jetzt fühlt. Das arme Schaf.
Ach, ich weiß ja nicht. Oh, hallo, herzlich willkommen. Ach, was kann ich für dich tun? Ach, verkaufen willst du? Natürlich willst du verkaufen. Nee, den nicht. So, bitteschön. Alles, okay, lass mich zusammenrechnen. Ja, 2.985 Sternis. Oh, vielen Dank, bring ja mal wieder was vorbei. Oh, cool, ein Teekessel. Süße kleine Vase. Sehr niedlich alles. Naja, vielleicht, wenn meine Küche mal fertig ist. Ja, das Schaf ist Martina. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich sie nicht haben will. Das kann mir ja eh egal sein, ich krieg sie ja eh nicht. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Hi, Barry. Also ausziehen wollte bis jetzt keiner, ne? Keiner gejammert oder beschwert? Weil ich traue mich jetzt nicht, in der Zeit zu springen, so viele Tage. Ist wieder so eine Sache. Aber ich möchte gerne wieder auf den aktuellen Stand sein. Das werden wir wohl dann doch offscreen machen. Und den Roboter begrüßen wir dann einfach auch mal offscreen. Gucken wir einfach mal, dass ich mal mit allen Bewohnern geredet habe, so lange, bis wieder einer ausziehen will oder wir beim aktuellen Datum sind. Und an dieser Stelle würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, kommentieren, bewerten, liken, favorisieren, abonnieren, subtrahieren, multiplizieren. Ach, also die Sachen, die man so im Laufe des Tages mal macht und vor allen Dingen die Dinge, die man macht, um mich zu unterstützen. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank fürs Folgen, auch auf den sozialen Netzwerken und vor allen Dingen auch auf Twitch. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Animal Crossing. Bis dahin, wir singen!